Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Attila mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Hunnen. Und im letzten Teil haben wir die ersten vier Runden leider nur geschafft, obwohl der Part sehr, sehr lange gedauert hat. Aber ich habe viel zur Vorgehensweise gesagt. Wir belagern noch Kariskos, werden das auch wohl auch einnehmen können. Wir haben noch ein paar Armeen, können ein paar Gebäude bauen. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen Diplomatie machen, das müssen wir mal gucken. Ich würde jetzt ganz gerne, erstmal sehe ich hier wunderbar so eine ganz dünne schwarze Linie, das ist die Grenze, bis zu der wir laufen können. Auch wenn wir da Verschleiß bekommen, aber der ist bald wieder weg. Der macht nicht so viel. Wir werden jetzt mit unseren Armeen hier oben campieren. So können die sich gegenseitig unterstützen, falls sie angegriffen würden. Ja, und wir bauen jetzt hier den Tauschhandelsplatz. Drei Runden. So, wir warten jetzt hier ab. Ist jetzt erstmal eine Runde warten angesagt. Wir müssen gucken, wie sich das hier oben entwickelt. Und wir müssen ja auch... Ich muss gleich die Armeen mal umbenennen. Wir müssen Charaton ja auch die Gelegenheit geben, hier nach Süden weiterzuziehen. Ich habe ja schon gesagt, legendärer König. Also erstmal mal hier die... Oh Gott, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie das geschrieben wird. Ich bin ja kein Sinologe. Also Sinologe sind die Leute, die chinesische Kultur, Schrift und so weiter analysieren. Also China-Wissenschaften könnte man das ganz platt formulieren. Wo haben wir es? So. So können wir diese Armee auf jeden Fall mal nennen, damit wir diesem Namen hier auch gerecht werden. Die vergifteten Pfeile werden wir auch umnennen in Mauduns Gefährten. Ohne Apostroph an der Stelle. Also tatsächlich kann man, ich wurde da auch schon drauf angesprochen, weil ich ja auch einen Idioten-Apostroph in meinem Kanalnamen drin habe, aber tatsächlich ist es bei Eigennamen zur Kennzeichnung des Genitivs dann erlaubt. Wessen Gefährten? Oder ist doch Genitiv? Oh Gott, ich bin so schlecht in Grammatik. Nee. Nein, das passt schon. So, und dann werden wir euch natürlich benennen in die Geißel der Menschheit in Anlehnung an den Kirchenvater Sophronius Eusebius Hieronymus, der seine Geschichte des Weltuntergangs, also in Anführungszeichen seine Geschichte des Weltuntergangs geschrieben hat, für den die Hunden dabei eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich werde gleich auch noch was dazu sagen im Verlauf dieses Let's Plays. Wir könnten noch ein bisschen Diplomatie machen, wir werden es aber jetzt noch nicht machen, sondern wir warten erstmal, glaube ich, noch eine Runde ab und gucken mal, wie sich das so weiterentwickelt. Da werden wir vielleicht noch eine Runde Geschenke verteilen. Auch das kann man durchaus mal machen. Sollen wir aufeinander herumhacken? Ja, sollen wir. Deswegen lehne ich dein Friedensgesuch ab. Also das ist hier ganz wichtig, dass man sich nicht so schnell... Entschuldigung, ich musste gerade einen Schluck trinken. Es ist ganz wichtig, dass man sich hier nicht so einfach abwimmeln lässt, weil für uns jetzt an der Stelle hier, dadurch, dass diese Stadt hier schon platt gemacht wurde, schade, ich hätte sie gerne nochmal komplett vernichtet und mir den Wachstumsbonus geholt. Aber jetzt können wir dich halt vasalisieren und er ist halt momentan noch... Das Doofe ist, der Seitenanführer ist halt da momentan drin. Könnte sein, dass der krepiert. Aber ich glaube eher, sie werden kapitulieren. Oh, die Quasi, finde ich das gut. Oh, 157 Mann Verschleiß. Das ist viel. Wir verstärken die Armee direkt nochmal. Damit wir hier uns zur Wehr setzen können, falls er doch einen Ausfall machen sollte, was ja nicht ganz unwahrscheinlich ist. Aber wenn sie kapitulieren, dann behält er den doch, oder? Den Seitenanführer, oder stirbt er dann? Weil ich hätte natürlich gerne den verlässlichen Burschen da drin, ne? Okay. Wir müssen auch noch bei unserer Fraktion was gucken. Das Doofe ist halt, hier sind wir momentan mächtig. Das heißt, wir kriegen minus 2 Hordenwachstum auf alle Streitkräfte. Das ist extrem kacke. Wir werden also mal ein paar Aktionen machen. Und zwar, wir werden hier die Loyalität sichern. Das macht die Lady. Du wirst ein bisschen Gelder sammeln gehen. Und das kannst du ruhig auch mal machen.
So, wir gucken ganz kurz. Ruga. Muss ich überlegen. Ruga ist der Onkel Attilas, ne? Genau. Ruga ist der Onkel Attilas. Uldin, einer der Vorgänger Rugas, also eigentlich so der erste Hunne, der in Europa sowas wie ein stabiles Reich gründen konnte. Opta ist auch überliefert, das sind alles Quellennamen. Mundschuk auch. Okta, der übrigens in den Quellen teilweise mit Opta gleichgesetzt wird, aber da gibt es viel Verwirrungen bei den Hundennamen auf jeden Fall. Und du bist nur eingeheiratet, okay, alles klar. Ämter vergeben wir nicht. Noch nicht, weil wir auch keine Einheiten rekrutieren und sich das erst dann lohnt. Außerdem, ja, nee, noch ein bisschen. So, und wenn unsere Schlawiner jetzt eine Runde Verschleiß gefuttert haben, dann wird das oben eine sichere Sache für uns. Wir müssen auch mal gucken, ob die Mauern schon durchlöchert sind. Ja, sieht gut aus, ne? Plus 3 Loyalität, schon mal gesichert, das ist gut. Wir haben 106 Kröten gesammelt. Wir haben nochmal 106 Kröten gesammelt. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen Einfluss verlieren. Aber okay, wir müssen wahrscheinlich auch einen anderen General noch aufstellen. Auf sie! Ach komm, ich hab ja Geld. Ich hab ja momentan Geld. Ich kann noch eine Einheit mitnehmen. Der kriegt nächste Runde Verschleiß und dann, ja. Aber wir haben Zeit, Leute. Das muss man auch sagen. Also wir spielen nicht gegen die... Also wir spielen schon irgendwie gegen die Zeit. Also es gibt einen ganz wichtigen Aspekt. Wenn ihr euch mal hier oben die Fruchtbarkeit anguckt, dann seht ihr, dass wir uns momentan noch in einer durchschnittlich fruchtbaren Region befinden. Und je fruchtbarer die Region ist, in der wir uns aufhalten, desto mehr Geld machen wir. Das ist ganz essentiell bei den Hunden. Also wir müssen wirklich den fruchtbaren Gebieten eigentlich hinterherziehen. Deswegen wäre es natürlich am schlauesten, hier lang zu ziehen, ne? In die fruchtbaren Regionen. Ich will aber ganz gerne entweder halt hier über den Bosporus oder ich will nach Ägypten. Wir müssen mal gucken, wie wir das genau machen. Also ab 400 verändert sich das Klima und dann wird es ungemütlich für uns. Aber so lange haben wir noch Zeit. Ich schaue nochmal ganz kurz hier ein bisschen nach den... Okay, die, das war gerade ein kleiner... Das ist doch ein... Ah, nee. Ich, hä? Moment. Okay, mein Diplomatie-Menü buggt. Das ist äußerst interessant. Vielleicht wählst du mal ihn aus. Nö. Vielleicht wählst du mal ihn aus. Nö. Wir warten noch eine Runde, würde ich sagen. Wow, selten sowas passiert. Oder selten, eigentlich wirklich. Also, eigentlich läuft das Spiel ja mittlerweile dann doch halbwegs stabil. Ich glaube, die Sklavinen haben immer noch nichts gemacht. Aber lange halten die es nicht mehr aus. Ja, ich wollte ja heute auch noch auf jeden Fall ein bisschen was zur Mythologie sagen. Da wird der Hieronymus eine große Rolle spielen. Der Hieronymus hat eine sehr interessante Hypothese, wo die Hunden herkommen. Könnt ihr uns nicht etwas von eurem großen Reichtum? Das ist interessant. Die ist zwar kacke, aber ich nehme die trotzdem. Ich nehme seine Tochter von der Resterampe, weil wir auf jeden Fall... Oh, die Roxolanen sind vernichtet. Krass. Weil wir auf jeden Fall gute Beziehungen mit den Budini haben wollen, wenn wir die Sklavine halt eben vasalisieren. Und das werden wir machen. Siedlungsstärke 72%, Mauerstärke 68 noch. Minimale Anzahl der Durchbrüche 1. Dann erwarten wir noch einen kleinen Moment. Ich könnte noch einen Söldner rekrutieren. Die sind nicht schlecht, die haben nämlich einen besseren Nahkampfangriff als meine Burschen. Und die sind nur 50 Kröten teurer, die kosten ungefähr einen Bogenschützen mehr. Den nehmen wir auch noch mit, kommt Leute. Große Armeen sind hier auf jeden Fall super nice. So, ich schau, können wir hier was bauen irgendwo? Ja, wir können noch was bauen. Ja, auf jeden Fall, Jotenmacher bringt halt nochmal Wachstum, ne? Okay, gut, alles klar. Also, wir werden mal gerade
Und ich werde mal gerade ins Hauptmenü gehen und nochmal neu laden. So, funktioniert die Diplomatie jetzt? Ja, jetzt geht's wieder. Okay, super. Wir gucken uns nochmal die Gesinnung an. Verlässlich defensiv. Ich würde dich echt so gerne... Ich bin sicher, ihr habt viele Nettigkeiten für mich, aber bitte... Schade. Ich würde ihn so gerne zu meinem Tributarstaat machen, ohne ihn erobern zu müssen. Er sucht die Wahrheit nicht mit Honig. Sprecht offen und ich werde ehrlich mit euch sein. Schmeichelt okay, den mir lassen wir mal gerade weg, ihr werdet also versagen. Ich kann meinen Nicht-Angriffspakt mit den Magyaren beenden. Oh, das würde der sogar machen. Aber da finden mich die Magyaren echt scheiße, ne? Warte mal kurz. Wir könnten auch den mit den... Wir könnten den mit den Budini beenden. Aber das wäre auch fies. Oh, ja, weil die sind da oben bei dir, ne? So, mal gerade gucken. Tengrismus. Oh ja, verbreitet sich ja hier ganz gut. Dass die Tengri-gläubig sind, das ist halt natürlich auch so eine, das ist natürlich auch so eine Interpretation von Creative Assembly. Wir wissen ja nicht genau, ob die Hunden Tengri-gläubige waren. Also das ist eine Vermutung. Tengrismus gibt es übrigens heute immer noch als Religion. Hat nicht viele Anhänger. Ich glaube, also so ein paar in der Mongolei auf jeden Fall noch. Ich glaube auch ein paar in Indien sogar. Also die Budini, die haben ja auf jeden Fall ein bisschen zu viele Truppen. Und die anderen sehe ich jetzt schon wieder gar nicht mehr. Was ist denn hier los? Da sind die Magyaren. Aber die mögen uns und es verbessert sich sogar. Schade. Seid ihr mutig oder töricht oder einfach nur verrückt? Spricht! Und ich höre euch an, ehe ich euch das Fell abziehe. Ich habe 7222 Gründe, warum du mir zuhören solltest, aber die interessieren dich nicht. Gut, okay. Ja, die Bastarder kriegen wir nicht mehr. Nee, die wollen auch nicht. Die wollen auch echt nicht. Ich will keinen Krieg mit den Anten riskieren. Komm, lass mich euch reden hören. Ich warne euch, Kriecherei und Nettigkeiten bekommen mir nicht gut. Ja, komm, du kriegst hier so eine... Du kriegst hier, was ist das? Ein Fruchtbarkeitsarmreif. Er kriegt den Alpecin-Armreif als Doping für die Haare. Aber nur für die Haare, ja? Vorsichtig, also, ne? Okay, was haben wir dann noch? Was schlecht ist ja kulturelle Intoleranz. Schwierig mit den Westgoten irgendwas anfangen zu wollen. Haben viele Kriege. Okay. Alanen. Mit den Vandalen verbündet. Die könnten uns auch eher mögen, ne? Ja. Die haben hier auch genügend. Also wenn wir da mal gegen Ostrom was machen, dann finden wir uns auf einmal ziemlich cool. Tragt eure Anliegen gut und schnell vor. Sprecht ihr schlecht oder komm, langsam. Du kriegst auch so. Was kriegst du? Du kriegst eine Armbanduhr. So, ich weiß auch nicht. Die Lugia, die mögen uns. Seid gegrüßt. Sprecht gerade heraus und kommt zur Sache. Dann ist alles gut. Der ja, sichere ist das denn mit 88 Stoß trifft sein gut. Okay, alles klar. Das ist eigentlich ein gutes Opfer. Für die Ghetto. Ja. Es ist eigentlich ein gutes Opfer. Bewegt euch! Ihr habt weitere Befehle? Ich sehne mich nach einem Kampf! Bis dahin muss es doch gehen, oder? Wie lautet euer nächster Befehl? Gepriesen sei Kua. Komm, du gehst hier hin. Wir haben jetzt zwar nicht mehr die Möglichkeit, in die Lagerstellung zu wechseln. Für die
Es wird für diese Runde jetzt auf jeden Fall noch gehen. Die wären ein gutes Opfer. Ah, mal gucken. Nee. Ich biete euch diesen Rappen an. Und jetzt. Wir sind auch im Krieg mit den Magyaren. Dieses Volk beunruhigt selbst die Götter. Ich bitte euch, greift an, ehe es zu spät ist. Mit wem bist du denn im Krieg? Das finden wahrscheinlich ziemlich viele Stämme ziemlich cool, wenn ich mit Westrum auch im Krieg bin. Das Teil ist halt nur, Westrum wird mich halt echt bis ans Ende der Welt verfolgen. Ich lehne das ausnahmsweise mal noch ab. Wir machen das so lange, bis absehbar ist, wie lange dieser Krieg gegen Ostrom noch dauern wird. Ländliche Geburten sind mir egal, es gibt einen Söldnerkommandant. Sagt denn der Söldnerkommandant, der Hormidak. Ein Söldnerkommandant auf der Durchreise bittet um eine Audienz. Wenn wir im Voraus zahlen, bietet er uns seine Loyalität und seine Schwerter. Tja, ich weiß es auch nicht. Also eigentlich würde ich ihn ignorieren, weil ich habe echt keine Verwendung dafür. Herr Kollege, geh du doch mal hin und... Moment mal, was ist das? Diese politische Aktion endet mit Beginn der nächsten Runde. Bittet um das Privileg, den Heldentaten eines anderen erfahrenen Charakters beizuwohnen, sodass ihr dadurch Erfahrung erlangen könnt. Ach nee. Sag bloß. Wir müssen noch ein bisschen Loyalität sichern. Ich finde das ja irgendwie interessant. Und du kannst Charaton beiwohnen. Ja! Die Siedlung wird belagert! Wir haben zwei Mauerdurchbrüche. Er wird in drei Runden sowieso kapitulieren. Ich bekäme ansonsten in der nächsten Runde Verschleiß. Ich denke, wir sollten ja eigentlich dann den Angriff auch ausführen. Wir belagern ihre Hütten. End mit Beginn der nächsten Runde. Du wirst dann aber natürlich nicht... Ja, du solltest dann aber eigentlich bei Kurdiak mitmachen. Ach so, der ist erst Rang 1, deswegen geht das noch nicht. Gut zu wissen. Charaton hat Rang 2, weil der schon mal eine Schlacht erfolgreich geschlagen hat. Ich könnte noch einen Söldner... Nee, ach, ich könnte das Katapult mitnehmen. Das kostet mich einen Tausender. Dann mache ich das Tor noch platt oder so einen scheiß Bogenschützenturm. Ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. In den Kampf. Wir machen es halt für ein Tausender Safe. Wir lösen danach die auf jeden Fall auf. Die sind halt zu teuer. Wir nehmen lieber hier unsere berittenen Briganten der Steppe. Und wir lösen dich vielleicht noch auf und dann sparen wir noch ein paar hundert Kröten. Tötet sie! Sie sollen niederkauern! Wird gehen. Ich meine, er hat nicht mehr viel Truppen. Können wir mit ein paar Brandpfeilen hier eigentlich schon. Das Ding hat nur noch 90 Mann in der Garnisonsarmee.
So, ich versuche euch jetzt auch gleich noch einen Trick zu zeigen. Trockenes Wetter ist super, wir starten die Aufstellung. Das ganze Kriegsgerät lassen wir mal da stehen. Wir haben die Schneisen hier und hier. Das ist eigentlich eine gute Sache. Wir haben große Teile ihrer Stadt zerstört. Ja, das ist sehr schön, wie ich finde. Da kommen wir dann nämlich relativ leicht durch, ne? Wenn wir nämlich hier durchbrechen und auf der anderen Seite, da können wir ihn sehr gut in die Mangel nehmen. Es könnte halt sein, dass er noch eine Balliste irgendwo auf dem irgendwo stehen hat. Und dann müssen wir dann halt mal gucken. Nee, falsche Gruppe. Wir machen tatsächlich hier so eine Gruppe. Formation halten! Eine andere Gruppe stellt sie mir hier auf. So, dann schauen wir mal gerade. Also, du kannst erobern, du kannst erobern. Und dann schätzen wir noch ein Team hier hin. Und das andere Team schätzen wir hier auf. So, starten wir mal gerade das Gefecht. Der Feind konnte unsere versteckten Einheiten aufdecken. Das macht überhaupt nichts. Ich will eigentlich nur wissen, hat er irgendwo seine Katapulte bemannt? Ich sehe keine. Vielleicht sind die auch beschädigt jetzt mittlerweile. Das kann natürlich sein. Lauf mal vor. Da gibt es nämlich so ein paar schöne Tricks, wie man diese Katapulte ausschaltet. Achso, warte mal, jetzt lauft aber nicht bitte komplett da in das Bogenschützenfeuer rein, ne? Oder? Auf der anderen Seite hat er die Bogenschützen da ganz gut hingestellt. Das muss man der KI ja an der Stelle ausnahmsweise dann mal lassen. Die nicht unten umnummerieren. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ah ja, egal. Dann gehst du hin und wissen wir gerade, wo war die... Also da war die erste Bresche und die zweite war da irgendwie hier. Hä? Moment mal gerade. Hier nicht, aber das Tor ist auf, ne? Dann läufst du jetzt schnell mal hier rauf. Söhne des Tengri! Bewegt euch! Falschen Trottel. So, jetzt kannst du schießen. Er schießt ja auch nur auf meine Leute, der Trottel hier, ne? Schieß doch mal auf den. Die Siedlung des Feindes brennt! Das ist gut, aber ich meine, wir verlieren ja leider auch ein paar Haute Hüs bei der Sache, ne? Wo schießt der denn hin? Was soll denn der Mist? Sag mal, der kann doch nicht... Dein Ernst, dein versuchst mich zu verarschen. Echt, ey. Komm zurück. Na,
Nee, ne? Der kommt echt da... Oh Gott, ich hab doch extra geguckt. Mann. Der schießt mir da die Einheiten weg und ich merk's nicht, ne? Stammeskrieger! Ab hier hoch, ganz schnell bitte. Zacka, zacka. Zusammenkommen! Lanzenträger! Berittene Bogenschütze! Stammeskrieger! Berieren! Lanzenträger! Aus, das ist ein Job für den Nahkampfkampf. Stammeskrieger! Nahkampfkavallerie bereit! Bis zum letzten Mann, die Mistkerle. Stammeskrieger! Gut. Also weiter geht's. Kommt, Leute, ihr müsst da oben jetzt hier zuschlagen. Zack. Wo läuft der denn lang? Sag mal, wo. Ach, da ist eine. Oh Gott, da ist eine Barrikade. Sorry, ich hab's nicht gesehen. Kommt alle zurück. Lass euch da jetzt nicht verarschen hier. Ihr seht es also ungefähr so 1% pro Minute. Schießt du? Oh Gott, okay, mach's Autofeuer aus. Das ist ja erbärmlich. Das Ding ist halt, sobald... Nein, jetzt hast du wieder gut getroffen. Also sobald der da oben auf der Mauer steht, triffst du die halt überhaupt nicht mehr, ne? Ja, aber dafür, dass da 3 Einheiten ihre Munition verbraten, ist mir das eigentlich auch zu wenig, ne? 62%. Mann! Schade, dass die jetzt so gelitten haben. Das ist echt richtig kacke. Weil das sind Einheiten, die ich nicht rekrutieren kann, diese Stammesreiter. Und das sind eigentlich ziemlich gute Einheiten. Da habe ich echt nicht aufgepasst. Wie sieht's aus, Männer? Habt ihr das? Nein, habt's noch nicht. 81%, boah. Hey, lass mich auch mal, ich will auch mal auf die Holzwand einkloppen. Da seht ihr, wie die Späne spritzen. So behämmert. Oh Mann, ey. Also ich finde das ja schon ganz sinnvoll, aber Leute. Wow, wer schießt da? Der Mistkerl kann schießen. Seht ihr das? Der Mistkerl kann schießen. Aber der trifft nicht. Doch, der trifft sogar. Jeder Schuss ein Treffer. Motherfucking Bogeninfanterie. Übel, aber du bist jetzt durch, ne? Okay, gut, alles klar. Auf geht's. Heidewitzka. Der Siegpunkt wird bald euren Männern in die Hände fallen. Ja, unsere Männer, die laufen mich jetzt schon mal in den Siegpunkt und capturen den ganz schnell, weil die nämlich so fix sind. Boah, der schlägt die echt nur in die Flucht, ne? Die Männer haben aufgegeben und laufen um ihr Leben. Also manchmal ist es einfach so unendlich dumm, ne? Aber... weil die den Nahkampf verlieren. Okay, gut, ich meine... So, der gehört uns, ne? Dann greif mal an. Warte mal, wer schießt jetzt auf dich?
Also ich verstehe das überhaupt. Ich verstehe dieses Spiel echt nicht, ne? Ich weiß schon, warum ich so selten Belagerungen mache, weil die einfach so unglaublich. Der feindliche General ist tot! Schade. Ja, aber wir haben den Victory Point und das zählt. Das feindliche Fort wird bald unser sein. Um genau zu sein, jetzt. Der Tag gehört euch. Ja, also mit Bresche, Abzüge in der B-Note, ich auflösen. Aber wir kriegen ja eh Verstärkung, weil wir ihn ja unterwerfen, ne? Oh, das tut ja schon beim Hingucken weh. Ah. Autsch. Ja, ein bisschen Risiko ist immer, ne? Gepriesen sei Kuar. Wie kann ich euch helfen? Hast gegnerische Reiche. Ah, nee, Moment mal. Gegnerische Reiche. Expansionist. Oh nein, ey, Leute. Wir kriegen den beknacktesten... Für den Stamm! Die beknackteste Ätzralle, die es da gibt, ey. Kann der nicht mal bitte jetzt sterben, dann? Einkommen aus Raum wäre eigentlich ganz gut. Ich guck nochmal gerade. Wachstum gibt's hier übrigens nicht. Oder? Ne, Wachstum gibt's nicht, ne? Oder gibt's hier? Ne, Wachstum gibt's nicht. Munition und Erfahrung und Integrität gibt's. Also den Kram, den keiner braucht. Insofern nehmen wir direkt die Erpressung. Boah, da kriegen wir so ein Sackgesicht dahin. Das kann einfach nicht wahr sein. Unverlässlich, aggressiv, hinterfotzig, ungebildet. Oh nee, ohne Scheiß. Es kann einfach nicht wahr sein. Ohne Witz. Und Lagerstellung gehen. Das war es eigentlich. Ich hatte gedacht, da sieht man diesen schwarzen Balken. Aber Leute, das wird mir noch 100 Mal passieren. Also, ich mache diese Schlacht jetzt nicht nochmal, ich mache es jetzt automatisch. Oder wir machen die alternative Variante, ich mache gar kein Gefecht und warte, bis sie sich ergeben. Dann könnte ich nämlich mal rausfinden, ob die tatsächlich überleben. Also ob er überlebt. Weil ich will den ja gerne behalten, das ist ja das Ding an der Sache. Wir gucken mal. Wir experimentieren jetzt heute ein bisschen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Der Part heute kann gerne auch noch mal ein bisschen länger werden. Durchaus in Ordnung. Ah, das ist so diese 25% und es geht halt auch nicht 24, es geht halt auch nicht 26. Ich weiß, klar, wenn 24% reichen würden... Dann will ich ja immer versuchen, die 24 zu laufen, aber warum machen die nicht einfach irgendwie so ein rotes Icon oder irgendwie sowas noch dahin, damit man das sieht? In Staatsangelegenheiten. Homie Duck. Söldnerkommandant, wir ignorieren dich. Angriff. Kann halt sein, dass der die Söldner billiger macht, aber im Endeffekt, die braucht halt auch kein Mensch, ne? Krieger. So. Der Krieger könnte Kuridak. Warum sage ich immer Kuridak? Kuridak. Du bist auch schon bald 60, ne? Ja, der könnte Kuridak ein paar Truppen mitgeben. Und Kuridak könnte halt hier mal versuchen, diese Siedlung zu belagern. Bereit für den Einsatz. Wie sieht das so aus bei dir? Das dauert ja auch noch, bis die Siedlung hier wächst, ne? Wir bräuchten aber auf jeden Fall auch irgendwie... Warte mal kurz. Abchasien. Die sind im Krieg mit den Kachtlern. Haben Handelsabkommen. Oh, Moment. Der ist unverlässlich geworden. Das ist natürlich nicht so gut. Ne, ihr seht, das ändert sich häufig. Das ist krass. Okay, wir machen einen kleinen Switch. Du kriegst ein paar Einheiten von ihm. Du kriegst die berittenen Bogenschützen. Und die Lanzenreiter. Und du kriegst noch den Bruder hier. Niemals
wirklich niemals würde ich versuchen, so eine Armee komplett nur noch auf den General zu reduzieren. Das ist eine gefährliche Nummer. Für die Ghetto. Bereit zum Kampf. Bewegt euch! Ich muss es jetzt einmal switchen. Ausrücken! Bereit für den Einsatz! Setzt euch und teilt mein Feind! Wir haben noch einen Tausender über. Kämpft! Macht eure Vorfahren stolz! Bereit für den Einsatz! Nee. Hier, da, wir können. Ich überlege gerade. Also diese Bogenkrieger der Steppe, die sind gar nicht so schlecht. Das, was halt doof ist, ist, die machen die Armee langsamer. Kämpft mit uns. Wir nehmen aber trotzdem zwei Stück mit. Einfach nur, damit wir hier so ein paar Truppen drin haben. Und das sind halt die billigsten Truppen, die es gibt. Und ihr kennt das ja, lieber Trash-Truppen mitnehmen. Als dann eben da keine Truppen mitnehmen, ne? Und Anacopia möchte ich wirklich ganz gerne versuchen zu besetzen. Das wäre schon gut, wenn wir Anacopia kriegen. Vielleicht bekomme ich vorher noch meine Spione, damit ich hier mal so ein bisschen rumgucken kann, was sich da so tut. Ja. Oh nein, Söldner werden teurer. Rekrutierungskosten. Okay, ist mir egal. Ich habe ja schon genügend Söldner. So, wir brauchen noch einen Attack für den zusätzlichen Wachstumsbonus. Wir brauchen vor allen Dingen weniger Mächtigkeit. Also ich werde dann hier tatsächlich einen von der gegnerischen Fraktion reinsetzen bei meinem Seitenanführer. Du konntest letzte Runde schon Spione rekrutieren. 36, 31, 22. Also wir nehmen erstmal den 22-Jährigen. Und wir nehmen auf jeden Fall noch den 31-Jährigen. Oh, kommen die in der Horde, 10%. Ja, das ist gut. Das ist ein guter Trade. Bewegt euch, Männer! Gut, das haut gerade noch so hin. Bewegt euch! War das alles? Ich überlege gerade, ist da einer, der rekrutiert? Ich glaube, der rekrutiert, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nee, der rekrutiert nicht. Für die Ghetto. Der rekrutiert nicht. Oder? Naja, muss dann. Garnison. Wenn ich jetzt einen Spion hätte, ne? Ich sehne mich nach einem Kampf. Bereit für den Einsatz. Ich sehne mich nach einem Kampf. Also wir schaffen das auch, glaube ich, mit der Armee hier. Das Doofe ist, ich hätte eigentlich ganz gerne erstmal so meinen Agenten hier da drin. Wir vergleichen mal kurz. Also wir sind deutlich stärker als er. Das heißt, er hat definitiv keine Fullstack. Aber wir werden auch da... Bereit zum Kampf! Bei den Gettern, es geht los! Na komm, wir nehmen noch zwei berittene Bogenschützen. Wir machen das so, du bleibst mal ruhig hier noch stehen, das ist okay. Und du kapitulierst nächste Runde, ne? Diese Siedlung für den Stamm einnehmen.
Nee. In 4 Runden. Ach ja, dann, ne? Bis dann hat er doch überhaupt keine Truppen mehr. Ich merge ihn ein bisschen. Er spart Geld. Ich hol mal gerade ein Schlückchen Wein ein. Das kann ja noch dauern. Bis dahin sind wahrscheinlich schon die Weströmer da, die Oströmer da oben und machen mich platt. Oh, ich sehe die Sassaniden jetzt, glaube ich. Kann das sein? Stimmt, ich bin relativ nah an denen dran. Gucken wir mal gleich. Ich suche gerade noch nach meiner Notiz, die ich mir gemacht habe, zu den Sachen, die ich noch über die Mythologie, also die mythologische Herkunft der Hunden sagen wollte. Na, wir haben ja bei den Hunden eben 2 Dinge. Ach, guck mal da, das ist sogar ganz gut. Wohlstand aus Industriegebäuden, nice. Erstmal Hingabe und Bewegungsreichweite. Öffentliche Ordnung von mir aus. Setzt euch und teilt mein Feuer. Huch, wo ist denn jetzt seine? Da ist ja schon Kotais. Ist mein Freund. Der Schatten ist sein Freund. Aha. Wo ist denn seine. Wo sind seine Einheiten hin? An die Arbeit. Wirklich? Nichts weiter. Krieger! Da würde ich sagen, dafür würde er erstmal Krieg hier. Belagern. Wir belagern ihre Hüten! Bereit zum Kampf! Bewegt euch! Ihr habt weitere Befehle? Wohlstand aus Hanggebäuden für Tierhaltung? Naja. Angriff! Was wollt ihr? Ja? Ich weiß auch nicht so recht. Der Schatten. Komm mal mit. Wir müssen doch mal gleich gucken. Ja, der Schatten ist dein bester Freund. Blut und Eisen. Die Siedlung wird belagert. Wie viele Truppen hat er denn da? Er hat keine 20. Er hat keine 20, Mann. Er hat 18, Mann. Ich würde sagen, wir haben prinzipiell die stärkeren Einheiten. Wir haben auf jeden Fall die stärkeren Einheiten. Die Kavallerie hat... Persische berittene Bogenschützen sind nicht schlecht. In der Tat haben auch die Hunden von den Persern ganz gehörig auf den Sack gekriegt. Das steht allerdings auch auf einem anderen Blatt. Ich will euch auf gar keinen Fall zusammenlegen, weil die sind mir zu kostbar. Ich verliere halt viel Wachstum hier oben mit der Armee. Auf der anderen Seite habe ich so die vage Chance, hier oben einen guten Verbündeten zu kriegen, wenn ich sie aushungere, ne? Ich weiß nicht, ob dann tatsächlich der Anführer dann stirbt. Bei den Schlawinern. Der verlässliche Defensivherr. Vielleicht fragen wir nochmal nach. Komm, lass mich euch reden hören. Ich warne euch. Kriecherei und Nettigkeiten bekommen mir nicht gut. Will er nicht. Will er auf gar keinen Fall. Wäre eigentlich ganz gut, weil du hast halt nix, ne? Ui, die haben viele Feinde. Ich sehe die Sassaniden noch nicht. Schade. So, jetzt muss ich nochmal... Jetzt muss ich nochmal ganz kurz in meine Unterlagen gucken. Nein, nichts zu den Heftaliten. Ach ja, genau. Okay, ja,
Ich habe ja angekündigt, ich wollte noch was zur mythischen Herkunft der Hunde sagen. Ne? Also welche möglichen mythischen Erklärungen gibt es für sie? Ich mach das deswegen jetzt, weil ich danach den Part beenden werde. Ja! Alle, die das nicht interessiert, die können dann wieder vorspulen. Ich werde dann im nächsten Part Kotaris sehr wahrscheinlich angreifen. Ich glaube, dass wir das machen werden. Ich bin mir relativ sicher, dass wir Kotaris angreifen werden. Ansonsten können wir sie auch noch ein bisschen belagern. Achso, wie lange haben die denn da? Ne? In 4 Runden allein die Verschleiß. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Gucken wir mal. Also, genau. Sehr interessant ist ja, wie haben die Zeitgenossen das gesehen, wo die Hunde herkamen. Und es wirft auch ein sehr deutliches Licht auf die Tatsache, wie wir die Hunde betrachten. Und auch, wie die Zeitgenossen die Hunde betrachtet haben. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Wir könnten zum Beispiel Eunapius von Sardis folgen in seiner Darstellung. Nach seiner Auffassung nämlich hat eine Hirschkuh den Hunnen den Weg auf die Halbinsel Krim gezeigt und von dort eben weiter nach Europa geführt, als die Hunnen auf der Jagd waren. Also eine Hirschkuh hat quasi die Hunnen nach Europa gelockt. Die wollten da ursprünglich gar nicht hin. Die haben sich so mehr oder weniger, die sind ihrer Beute gefolgt. Ja. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Dazu muss man jetzt allerdings sagen, dass diese Darstellung, das mit dem Folgen der Hirschkuh, das ist eine Darstellungsweise oder eine Form der Darstellung, die auch bei anderen Stämmen, also zum Beispiel bei diesen, oder sagen wir besser Sippenverbänden, also der Begriff Stämme hat sich mittlerweile auch eigentlich überholt in der Forschung und spricht eher von Sippen oder Sippenverbänden, also von gentilen Gemeinschaften, die eben durch größere Familienzusammenhalte und einen Kulturkern zusammengehalten werden. Da werde ich auch später nochmal was zu sagen. Das ist mega spannend als Untersuchungsgegenstand in der Forschung aktuell. Man hat halt festgestellt, dass es das auch bei indoeuropäischen Sippenverbänden so als Sage eben auch gibt. Zum Beispiel bei den Alanen oder bei den Goten. Und die Goten, und das geht tatsächlich, es geht auch abgespaceder als das mit der Hirschkuh, die Goten haben nämlich auch ihre eigene Erklärungsweise über die Herkunft der Hunnen und vor allen Dingen eben auch, wie sie nach Europa gelangt sind, nämlich die Haliurune, wie sie bei den Goten genannt werden, so überliefert ist Jordanus, sind aus einer geschlechtlichen Vereinigung von Hexen mit unreinen Geistern in der Steppe hervorgegangen. Und diese hätten dann ihre Brut verstoßen und sie deswegen nach Europa geschickt. Das ist schon ziemlich abgefahren. Man will jetzt nicht wissen, was für ein Kraut der Jordanus sich da irgendwie reingezogen hat, um auf diese Story zu kommen. Ich erkläre aber gleich, warum er vielleicht darauf gekommen ist. Es gibt noch eine andere Story, die erzählt uns Kirchenvater Hieronymus, Sophronius Eusebius Hieronymus, der auch ne, die Sache mit der Geißel Gottes ne, geschrieben hat. Und zwar, der erzählt, dass Alexander der Große, ja, es geht nochmal eine Spur krasser, dass Alexander der Große seinerzeit im 4. Jahrhundert vor Christus gegen die Hunnen gekämpft hat und Alexander der Große hat die Hunnen im Kaukasusgebirge eingeschlossen für alle Zeiten. Er hat sie für alle Zeiten dort gebannt, aber der liebe Gott hat sie, um die Menschheit für ihr sündiges Leben zu bestrafen, freigelassen, um sie wie Horden über die Menschheit herfallen zu lassen. Das ist auch schon ziemlich abgefahren. So, warum schreiben die Leute sowas Komisches? Das hat was mit der Art und Weise zu tun, wie damals auch Geschichte geschrieben wurde und wie man Geschichte festgehalten hat. Alle drei haben da bei allen dreien gibt es einen unterschiedlichen Grund dafür. Deswegen finde ich diese drei Darstellungsformen so interessant. Bei Hieronymus ist es so, Hieronymus schreibt nicht über die Hunnen. Der schreibt auch nicht über die Römer, der schreibt auch nicht über die Goten, der schreibt auch nicht über die Vandalen. Der Hieronymus schreibt eine Geschichte vom Ende der Welt, also vom Tag des jüngsten Gerichtes. Er schreibt eine christliche Heilsgeschichte und er ist davon überzeugt, dass der Tag des jüngsten Gerichtes naht und für ihn sind die Hunnen ein Indikator dafür, dass es bald soweit sein wird.
Aber weil die Hunnen in einem göttlichen Plan, den Hieronymus hier eindeutig am Werke sieht, nur ein Mittel zum Zweck sind, also es ist seine Sicht der Welt, ne, wie er das sieht, sind die Hunden nur eine Randerscheinung für ihn. Die Hunden sind nicht der einzige, oder die Hunden sind nicht der Grund, warum er dieses Werk schreibt. Er hat eine ganz andere Intention, er hat eine ganz andere Absicht, er will was anderes schreiben. Insofern kann man ihm hier natürlich diese spinnerte Darstellung nicht unbedingt ankreiden, ne? Das wäre da auf jeden Fall zu weit gegangen. Es ist auch wahrscheinlich zu weit gegangen, das jetzt als Spinner zu bezeichnen, ja. Bei Jordanes und bei Eunapius finden wir zwei Punkte, die sich hier, die sich gegenseitig, ich sag mal in Anführungszeichen, ergänzen. Wir haben das Problem, dass beide in ihrer Darstellung, sie wollen ja auch eine Geschichte schreiben, dass beide in ihrer Darstellung nur ganz, ganz wenig belastbare Quellen haben, auf die sie sich ja wirklich irgendwie berufen können oder aus denen sie Erkenntnisse ziehen können. Die Überlieferungslage, und das ist ein Rückschluss, der da an dieser Stelle für uns erlaubt ist, die Überlieferungslage über die Hunden muss schon damals relativ schlecht gewesen sein. Es gibt natürlich Leute, die die Hunden hautnah erlebt haben, wie oder die zumindest, ja, aber die haben in der Regel nicht unbedingt Quellen geschrieben, sondern die Leute, die Quellen geschrieben, also für uns jetzt Quellen, ne, aus deren Sicht waren das ja Berichte, zum Beispiel eben einer christlichen Heilsgeschichte oder ähnlichem oder der Geschichte eines Adelsgeschlechtes, in der die Hunden eine Rolle als Widersacher spielten. Siehe zum Beispiel auch Nibelungenlied, ne, da kommt ja der Etzel vor, man vermutet, dass es der Attila sein könnte, aber dazu an späterer Stelle nochmal mehr. Meistens haben dann so Leute wie Hieronymus zum Beispiel aus Bethlehem geschrieben, also da hat Hieronymus eben zum Beispiel gelebt und hat dann eben fernab dieser Ereignisse oder zumindest teilweise, Bethlehem war noch gar nicht mal so weit weg, es war sogar noch relativ dran eigentlich, aber sie haben sich natürlich auch auf das berufen, was ihnen andere Leute erzählt haben. Es gab aber wohl schon damals, was die schriftliche Überlieferung anbelangt, eben eine relativ dürftige Lücke. So, und was haben diese Leute, wie zum Beispiel Eunapius oder Jordanes eben gemacht? Sie haben das Ganze, ihre Wissenslücken, versucht zu überspielen, indem sie, und das sieht man bei Eunapius zum Beispiel so gut, an bekannte Deutungsmuster angeknüpft haben. Der Eunapius schreibt das mit der Hirschkuh nicht umsonst. Der weiß ganz genau, das ist eine Sage, die man sich in seinem Kulturkreis erzählt. Der kennt das. Der weiß, das klingt so ein bisschen exotisch, ja. Man kennt diese Sage. Die ist nicht so unglaubwürdig, ne? Man weiß ja auch, ne? Man weiß, die Hunden sind ein jagendes Volk und so, und das passt doch irgendwie. Er versucht, seine Wissenslücke zu überspielen, und ähnlich ist es auch bei Jordanes. Bei Jordanes spielen die Hunden eben auch keine wichtige Rolle. Das sind ja keine Ethnologen, die da jetzt Studien schreiben. Es gibt Leute, die waren am Hofe von Hunnen, also von Hunnenkönigen, oder bleiben wir besser bei den Phylarichoi, ne, bei diesem Titel, der in den Quellen überliefert ist. Sie waren am Hofe eines Phylarichos, eines Heeresanführers, also Heermeister ist schon wieder zu weit, und haben das gesehen. Die gehen ja natürlich nicht dahin mit einer Forschungsfrage und stellen dann eine wissenschaftliche Studie an und haben einen Fragebogen im Gepäck, wo die dann die Hunnen zum Beispiel zu ihrer Alltagskultur befragen oder sowas. Ja, also schon alleine die Tatsache, dass wir so wenig über diese ganzen Kessel wissen, die wir da gefunden, oder die, jetzt sage ich schon wir, ne? Also ich habe natürlich nie im Leben so einen Hundenkessel ausgebuddelt, aber die ganzen Kessel, die gefunden wurden, da ist halt einfach auch viel zu wenig überliefert. Alleine darüber, und das muss ja ein wichtiger Kultgegenstand gewesen sein, allein darüber gibt es eine sehr, sehr dünne Überlieferungslage. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Ja, also diese Leute selbst damals haben wohl wenig Kenntnisse gehabt, und sie überspielen das Ganze mit narrativen Elementen, die entweder dazu dienen, um die Erzählung weiter auszuschmücken, oder die dazu dienen, um an bekannte Darstellungsformen anzuknüpfen. Und da gibt es mal solche, mal solche. Und deswegen schreiben die so ein abgespacedes Zeug, und das wirkt auf uns natürlich wahnsinnig merkwürdig. Man kann das den Leuten teilweise eben nicht anlasten, weil es nicht ihre Intention gewesen war. Man hat damals Geschichtswissenschaft anders betrieben.
Und natürlich hat man eben auch von einer ganz anderen Warte aus diese fremden Völker betrachtet. Mit diesem Ausblick möchte ich an der Stelle schließen. Wir werden noch häufiger darauf zu sprechen kommen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Teil. Macht's gut bis dahin. Pax vobiscum, valete.